Also Mitchell, dann mal Butter bei die Fische. Mitchell oder Mitch? Mitch. Servus oder Moin? Moin. Die nächste Frage wird einige Fragen nach sich ziehen, je nach Antwort. Jokes with names oder no jokes with names? Okay, ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. Jokes with names. Das ist eine schöne Antwort für unsere Fans, denn die haben wir nach Fragen gefragt. Und da kam unter anderem Weser oder Weiser? Da wird schon fies, ne? Weser, komm. Weise sein oder weiser sein? Weiser sein. Richtungsweiser oder Wegweiser? Wegweiser. Wegweiser oder Mitchellweiser? Mitchellweiser. Du hast es geschafft, ich möchte mich nicht entschuldigen. Was soll ich sagen? Ja, es ist die, halt Butter bei die kennt man. Hertha BSC oder FC Bayern? Tough. Fies. Es wird danach nicht einfacher. Bayern. FC Bayern oder FC Köln? Köln. Köln oder Leverkusen? Leverkusen. Leverkusen oder Werder Bremen? Werder Bremen. Union Berlin oder Fortuna Düsseldorf? Boah. Union Berlin, ihr seid aber, das geht doch gar nicht. Das muss ich sagen, das geht gar nicht. Nicht ernst nehmen, bitte. Fortuna Düsseldorf oder der Hamburger SV? Ah, Fortuna Düsseldorf, ja. Keine Ahnung. Jetzt wird es ein bisschen entspannter. Aber nur kurzzeitig. Rechter Fuß oder linker Fuß? Rechts. Abwehr oder Mittelfeld? Abwehr. Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger? Rechtsverteidiger. Linkes Mittelfeld oder rechtes Mittelfeld? Rechtes Mittelfeld. 1:0 oder 5:4? Ah, 5:4. Gegentor oder Notbremse? Notbremse kann ja nicht mehr im 16er sein, oder? Naja. Doch, geht schon noch, ne? Geht schon. Oh, cleverer das, als vorher. Ja, also außerhalb vom 16er Notbremse. Im 16er würde ich Gegentor nehmen. 23 oder 8? 23. Jetzt haben wir wieder eine Frage von einem Fan, die ich sehr schön fand. Sieg ohne Fans oder unentschieden vor vollem Haus? Sieg muss ich leider sagen, aber ein Unentschieden im vollen Stadion ist natürlich auch schön, aber Sieg geht über allem, oder? Steht über allem. Podolski oder Schweinsteiger? Podolski. Ah, nee, warte. Oh, lala. Ich sag Schweinsteiger. Warum? Ja, weil ich habe ja auch mit ihm zusammen gespielt. Und Poldi war ein bisschen fies immer, auch Spaß zwar immer, als ich jung war bei Köln. Und Schweini nicht. Also Poldi, seine Art ist ja schon sehr, sehr lustig und so. Daran habe ich jetzt zuerst gedacht, aber diese lustige Art war auch manchmal nicht lustig als Junge. Also als junger Spieler. Na, dann gucken wir mal weiter, wer noch so gemein war. Alaba oder Friedel? Ah. Das ist, wie sagt man, wen liebst du mehr, deine Mutter oder dein Vater? Also jetzt nicht, dass sie das darstellen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Der Vergleich ist angekommen, ja. Ach. Kann ich, ja, das ist unmöglich. Alaba oder Friedel?
Und dann sage ich, Alaba. Karim Bellarabi oder Kai Havertz? Ach, Leute. Dann sage ich Karim. Sorry, Kai. Falls du es siehst. Karim Bellarabi oder Julian Brandt? Karim. Kai Havertz oder Julian Brandt? Jule ist ein bisschen abgetaucht, deswegen muss ich Kai, also muss ich nur sagen, weil natürlich auch ein guter Freund, aber deswegen sage ich Kai. Karim Bellarabi oder Leonardo Bittencourt? Leonardo Bittencourt. So, reicht mit Namen. Ja, das ist doch. Ja. Fisch oder Fleisch? So, wisst ihr doch ganz genau. Stimmt. Boah, wenn ich müsste, vielleicht geht gar nicht mehr, dann Fisch eher. Fisch oder Falafel? Falafel. LeBron oder Zidane? LeBron. Call of Duty oder GTA? Hey, Digga, warum wisst ihr denn alles auch? Ich sag nur Leonardo Bittencourt. Ja. Hey. Krass. Ja, zurzeit GTA. GTA oder FIFA? GTA. NFL oder NBA? NBA. Golden State Warriors oder LA Clippers? Aha. So seid ihr, ja? Ja. Nee. Nee, kann man gar nicht beantworten. Dann sage ich Clippers. Clippers oder Lakers? Lakers. So, von Leonardo Bittencourt zu unserem anderen Informant. Oh. Party oder Abendschule? Ach Mann, Basti. Ja, Abendschule. PlayStation oder Buch? Buch ist am Kommen, aber ich muss noch PlayStation sagen. Alex Baum-Johann oder Basti Langkamp? Jetzt geht das schon wieder los. Damit haben wir diesmal aber nichts zu tun. Okay, warte. Ja, ich sag Alex Baum-Johann. Dann bin ich jetzt gespannt. Intellektuelle Gespräche mit Basti Langkamp am Lagerfeuer oder Shisha-Bar mit Sinan Kurt? Ah, wie krank muss man sein, um sowas zu sich auszudenken. Ach Mann. Ich will beide gerne wiedersehen. Shisha-Bar bin ich raus. Also das Lagerfeuer mit dem Basti. Vergiss nicht die intellektuellen Gespräche. Ja, ja, da bin ich gut, aber damit habe ich kein Problem. Jetzt kommen wieder Fragen von Fans. Zähne putzen vor oder nach dem Frühstück? Vor. Nutella mit oder Nutella ohne Butter? Veganes Nutella mit. Sky oder The Zone? The Zone hat ein bisschen abgebaut, ne? Glaube ich. Nicht? The Zone. Voll gut gerettet. Ja. The Zone oder Bayer 04 TV? Boah, ey, ich bin gar nicht so unterwegs, ne? Bayer 04 TV weiß ich gar nicht. Haben die. The Zone, kann man mehr gucken. The Zone oder Werder TV? Das müsst ihr euch erst erarbeiten, dass ich Werder TV sage. Weil, ja, ja. Ich sage wieder The Zone. Damit ist das Butter bei die Fische hier eigentlich beendet, aber ich habe noch eine Frage von Fans, die ich unbedingt stellen muss. Werder TV oder die Ifnanas?
Boah, wir sind doch retired. Also Werder TV. Geht doch. Zum Abschluss, Zimmerduell lieber mit Leonardo Bittencourt oder Zimmerduell mit Marco Friedl? Was heißt das? Was macht man da? Da geht es darum, wie gut ihr beiden euch kennt. Also es werden Fragen gestellt wie, wer braucht morgens länger im Bad? Wer ist schneller müde? Und da müsst ihr übereinstimmen. Okay, das will ich über beide eigentlich gut wissen. Ich sag jetzt Marco. Da sind wir dann mal gespannt. Vielen Dank. Ach so. Ja, das war ein Eigentor, ne? Das Jo. kommt jetzt, ne? Wunderbar. Daher begrüßen wir Marco Friedl. Das Leo kannst du Nein, auch nein. begrüßen. Das Nein, Leo nein. steht draußen. Wir Das haben jetzt. kriegen wir hin. Wenn ihr euch noch mehr Videos unbedingt nicht anschauen wollt, dann auf gar keinen Fall hier hinklicken und auf gar keinen Fall hier abonnieren.